Ja. Euren Ratchet wird niemand jemand verfolgen. Was für Real Shit, ihr kriegt nicht mal eure Karriere ins Rollen. Ihr habt in eurem Leben noch nie Kreativität gezeigt. Euer Skill bewegt sich gerade im Negativ-Binärbereich. Ich zeig euren Shit jeden Rapper im Kontinent. Und sie denken beide scheiße, du als Ingo im Kontinent. Schaut wie ich krücken Kalle zum Krüppelklatschen. Die sind so behindert, die schaffen es aus Räusche sich in den Rücken zu fallen. Fan-Accessoire seid ihr instant Fehler, schiefgepult, Quatsch. Das sind bloß eure Pfleger in den Videos. Wegen diesen Lügen bring ich die kleinen Spinner um. Ihr braucht den Räusche. Dabei habt ihr eine geistige Behinderung. Bei eurer Wackness musste ich schon ziemlich staunen. Ihr habt zu zweit geschafft, wofür ich keine Hilfe brauchte. Das, was ihr sagt, ist cool, aber stimmt nicht immer. Bevor ich verliere, werdet ihr zwei paralympisch. Und die Wheelchair-Wiggers wollen sich metern und widersetzen. Doch es gibt keine Rollstuhlrampen auf einem Siegertreppchen. Ey, was das für eine Scheiße, das ist Wackness auf Rädern gegen zwei gesunde Beine. Es sind die Wheelchair-Wiggers, die nicht mal richtig hinken, aber für Kredibilität nur noch im Sitzen pinkeln. Ihr seid behindert, was nicht schlimm ist, denn das ist ja euer Image. Aber das hier ist halt Battle-Rap und nicht die Paralympics. Ich hab ja Verständnis und ihr müsst ja nicht verlegen sein. Doch müsst ihr begreifen, wie hier ist, gegen das ist bei dir nicht mehr barrierefrei. Auf der Stelle begreift ihr, ihr kommt nicht voran und ich hab einen Lauf beim Rappen. Ich mach's nicht einmal, ihr wettet den falschen, der größte Fall von euch die Kaufhaus-Treppe. Ingo Invalido, dieser Ichrote-Puta macht auf Battle-Rap noch kein Kriegfort uns behindert. Behinderter Bruder, Hip-Hop ist ein Mode-Hit. Doch ihr tragt die Bandanas nur, weil die Wichsrecken am Mund bei euch beiden schon längst chronisch sind. Ich boxe eure Körper tot, denn in der Gesellschaft seid ihr die unterste Schicht. Wie Pommes in einer Dönerbox, Kalle, ich ficke deine Mutter. Ihr beiden seid wie Autos im Stau, behindert durch einen Unfall. Ich bin für euch sicher nicht schlagbar und ein Konzert von euch wird zum weltgrößten Behindertenparkplatz. Ihr beide habt so viele Teams, mit denen ihr mich nicht besiegt. Bei den ganzen Namen passt wohl besser Team Schizophrenie. Und die Wheelchair-Wiggers wollen sich metern und widersetzen, doch es gibt keine Rollstuhlrampen auf einem Siegertreppchen. Ey, was das für eine Scheiße, das ist Wackness auf Rädern gegen zwei gesunde Beine. Es sind die Wheelchair-Wiggers, die nicht mal richtig hinken, aber für Kredibilität nur noch im Sitzen pinkeln. Ihr seid behindert, was nicht schlimm ist, denn das ist ja euer Image. Aber das hier ist halt Battle-Rap und nicht die Paralympics.